Takar Schwadam, Quarbeti, Charda Izila Skaeda, Nursh Izila Sushelheim, Bewinja Lausha. Sushtugistar Kalla! Manuaish Takar, Supimabaya Madi. Yo, was geht ab, liebe Freunde? Herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry Primal. Und Leute, ihr habt es gerade schon gesehen im Intro. Wir haben die Königin, die Anführerin der Izila, haben wir gekillt. Und zwar Bateri war das. Und jetzt, liebe Freunde, machen wir uns an den Endfight gegen Ul, den Anführer der Udams. Und ja, ich bin schon gespannt. Ich habe gelesen hier, ja, da steht schon, alles ist voller Fauldämpfe. Aber wir haben natürlich ein Gegengift am Start, welches jetzt hier wahrscheinlich dann ständig zum Einsatz kommen wird. So, ich sprint mal durch. Schauen wir mal, vielleicht reg ich mich diesmal nicht so auf wie im letzten Part, ey. Da war der Bossfight, war ich ein bisschen gereizt, aber es hat dann doch funktioniert. Alter, was ist das denn hier eigentlich für eine Scheiße, Mann? Kranker Bastard, ey. Krankes Volk, Alter, was ist das hier? Junge. Nehmen wir mal mit hier. Das bisschen Fleisch noch. Wenigstens für unseren Säbelzahn, dass wir den heilen können, sobald irgendwas passieren sollte. Ach, er ist schon wieder vor mir da. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ich frage mich, wie er das immer macht. Der ist immer vor mir da. Ja, Mann. Bin schon ultra gespannt auf den Kampf. Ich habe mir den extra jetzt aufgehoben hier für den letzten Part, den ich in Far Cry machen werde. Weil der Anführer der Udams, davon ist einer übrigens, den haben wir natürlich am Anfang des Spiels gleich kennenlernen dürfen. Und dann habe ich mir gedacht, das würde so perfekt passen, wenn ich mir den aufhebe hier. Deshalb habe ich im letzten Part halt auch die Izila-Anführerin zuerst gekillt. So. Okay. Muss ich ganz kurz was machen? Ich komme sofort wieder. So, da bin ich wieder. Okay. Jetzt kann's losgehen. Durchquere die Udam-Schluchten. Nehmen wir hier natürlich noch ein bisschen Holz mit. Nordzeder. Ich sehe keinen Gegner hier. Scheint alles noch ziemlich ruhig zu sein. Doch, da unten ist was. Mehrere sogar. Oder sind das nur... Nein, nein, das sind schon Gegner. Da ist er erschrocken, hä? Oh, 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 oh. Nein! Nicht entdecken, nicht entdecken, nicht gleich schon entdecken, Alter, nach einer Minute. Fuck. Das wollte ich natürlich vermeiden, dass das passiert. Egal. Die Bestie regelt auf jeden Fall. Wo ist er? Ich bin so schlecht, ich hab nicht mal getroffen. Egal, okay, das waren aber auch schon alle. Gott sei Dank nur drei Stück. Udam-Heimat entdeckt. Ich nehme ja alles mit an Ressourcen, was ich kriegen kann. Dass ich dann nachher nicht auflaufe und nichts mehr habe. Hier haben wir noch eine Beutetasche, nehmen wir die auch noch mit. Leopardenfell, oh, das wird mir sicherlich helfen, das wird mir sicherlich helfen. So, wir sind schon durchquer die Udam-Schluchten nach wie vor, okay. Vorne ist der nächste. Ich gehe lieber mal oben lang. Ich bin schon ultra gespannt auf den Bossfight, ey. Ich bin sowas von gespannt, wie das gegen den wird. Ob das genauso schwer wird wie gegen die Batterie. Beziehungsweise, was heißt schwer? In dem Sinne war es nicht schwer, es war einfach nur... Man hat halt eine gewisse Technik gebraucht, um da keine Probleme zu kriegen. Bin mal gespannt, wie das halt hier läuft, ne? Schauen wir mal. Bis jetzt kommen wir noch ziemlich gut vorwärts, ohne große Probleme. Was war denn das für einer? War das ein Medizinmann? Wieso hat denn der so ein Medi-Symbol gehabt? So ein Samariterkreuz oder was? Boom!
Harter Headshot. Meine Bestie macht auf jeden Fall unten klar und ich räume von oben auf. Das ist sowas von schön. Das ist so eine Tag-Team-Arbeit hier am Start. Beste. Säbelzahntiger ist echt der Beste. Noch alles gut soweit, oder? Ja. Unten haben wir halt dann auch Ressourcen, ne? Die... Oh, okay, okay. Hier sind schon etwas mehr. Aber per Headshot kriegen wir die down. Vielleicht schmeiße ich jetzt mal auf den nächsten hier so einen Splitter. Splitter! Ups. Sehr schön. Bestie regelt. Nee, da schmeißen wir jetzt mal vielleicht... na, lass dich doch anwählen. Schmeiß mal so einen Bienenkorb hin. Haha, perfekt, oder? Perfekt getroffen. Scheiße. Gönn dir mal den. Ich lauf mal hier oben lang. Und jetzt kann ich nicht mehr runter, oder was? Ah, doch hier. Oh, voll daneben. Na komm, dann per Keule. Oh, jetzt ist meine Batterie auch noch gleich leer. Wo ist der? Ach, da oben. Steinschleuder. Mit Steine schmeißt er auf mich, hä? So, Frechheit, hä? Okay. Bestie hat geregelt. Haben die hier irgendwie... Ich hab Schiss, dass mir das Holz ausgeht dann nachher im Bossfight. Wäre ultra schlecht. Können wir vielleicht bei ihm noch was mitnehmen? Wo auch immer die Leiche jetzt ist. Ah, da liegt sie, ja. Nichts, ne? Shit. Alter, ich denke, ich müsste kurz meinen Controller switchen, weil ich habe echt Schiss, dass mir da der Akku verreckt dann, wenn ich im Fight gerade bin. Wieder mit vollem Akku am Start. Ja, es wäre echt behindert, wenn das passiert wäre. So, okay, weiter geht's. Ist alles so unvorbereitet heute, ohne Witz. Erst stresst die Katze und ich muss die rauslassen, bevor die mir hier die ganze Zeit miaut in der Aufnahme. Dann muss ich meinen Controller switchen, weil der Akku leer ist. Wenn das mal ein gutes Omen ist, dann weiß ich auch nicht. So. Wir durchqueren immer noch die Udam-Schluchten. Lager der Udam-Räuber. Okay. Wie groß ist denn das ganze Gebiet hier? Ah, das ist schon noch ein Stückchen. Oh, 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 oh. Okay, Freunde, ich mach lieber zuerst das. Das habe ich im letzten Part... Scheiße, hier komme ich gar nicht rüber, ne? Oder? Wie komme ich denn da rüber? Wie komme ich denn da rüber? Da komme ich gar nicht so rüber. Erst hier dann irgendwann. Shit, da muss ich sowieso hier vor. Okay, dann geht's wohl noch nicht. Dann geht's wohl noch nicht. Was ich gerade sagen wollte. Ja, ich habe das im letzten Part auch so gemacht. Da habe ich auf jeden Fall erstmal den Außenposten hier freigeschaltet, bevor ich da mich an den Endgegner gemacht habe. So auf Nummer sicher gehen mäßig. Ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, es hier auch wieder so zu machen. Denn wer weiß, ob ich verreck und wieder alles von vorne laufen muss. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Deshalb strebe ich das jetzt mal an, dass ich so Richtung Außenposten laufe. Kann ich hier nirgendwo hochklettern? Komplette Sackgasse hier, ne? Geht gar nichts. Okay. Folgen wir einfach mal der Spur. Kann ich hier echt nicht hoch? Nirgendwo. Nö. Nee. Egal. Ich höre die ganze Zeit Sounds von den Udams. Da oben ist wieder einer.
Scheiße, den kriege ich wohl so nicht, ne? Den werde ich so nicht kriegen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich glaube, ich ziehe die Keule über, Alter. Geh down. Alter! Bleib stehen, du Sack! Fliegt der Knallhart weg! Komm her! So. Die kriegen mal eine. Oh fuck, der scheiß Fauldampf, ey. Komm mal du hierher, lieber. Hey, was? Was soll denn der Scheiß? Ich hab doch extra L2 gedrückt, dass ich mein Tier herrufen kann. Mann. Was soll denn der Kack hier? Komm, friss, Kerle, das was wirsch. So. Du gönn dir mal das, meine Süße. Oder mein Süßer. Ich bin mir noch gar nicht sicher, was du eigentlich bist. Du bist auf jeden Fall meins. So, weiter geht's. Oh, das ist schon ein scheiß Guard. Den mache ich am besten per Speer kaputt. Die gehen auch so wunderbar down per Speer. Das habe ich nie gedacht, ey, echt. Die haben mich immer so schwer getan. Aber ein Schuss und die gehen damit down. Ist so lustig, ey. Hab da immer mit der Keule drauf eingeprügelt. Und so geht's doch viel easy. Ja, viel easier. So, sind wir endlich hier. Im Hauptlager oder was? Unfürchtet Feuer. Okay. Da lehne ich mich doch interessiert nach vorne. Das ist eine sehr nützliche Information. Okay. Oh, ich muss sowieso dahin. Ja, das trifft sich ja ass. Das trifft sich ja sowas von gut. Alter, ich kann doch jetzt echt nicht den ganzen Weg da abklappern oder was? Das muss doch auch so funktionieren, ne? Ja, komm. Ich gehe da einfach wieder straight den Berg runter. Das funktioniert so auch. Was ist das denn? Was ist das denn? Kann ich das anzünden? Hier ist irgendwo eine Beutetasche. Da oben. Ja, geil. Wie komme ich da bitte ran? Boah, der Speer ist so geil, ey. Wieso habe ich den nie benutzt, ey? Jetzt, im letzten Part, benutze ich Speere. Toll. So, komme ich da irgendwie hoch, Mann? Ja, okay, Tatsache, er klettert hoch. Gibt sich Mühe. So. Vielleicht zünde ich das Ding mal hier mit Feuer an. Wenn da steht, der fürchtet Feuer, dann mache ich gleich mal hier, setze ich gleich mal Flagge. Zeige ich mal hier, dass ich da bin. Was willst du jetzt von mir? Da vorne kämpfen Hirsche. Das habe ich auch noch nie gesehen. Und die gönnen sich erstmal die Udams, ist auch nicht schlecht. Dann sollen sie ruhig machen. Boah, Alter, hier ist ja übelste Tierparty, hey. Boah, da greifen zwei Jaguar. Greifen da auf den Hirsch, auf den Elch. Zu hart. So, weiter geht's. Erreiche das Ulam-Leuchtfeuer und erobere es für die Winja. Töte alle Gegner und entzünde das. Ja, Leuchtfeuer. So, ich will jetzt. Ich gehe mal am besten hier ein bisschen außen rum. Beziehungsweise, das dürfte schon der beste Spot sein. Hier könnte mich keiner kriegen. Und dann setze ich mal die Eule ein. Schauen wir mal, habe ich hier alles noch.
Okay, machen wir mal die Eule startklar. Und überfliegen mal, überspähen mal die ganze Situation hier. So, das sind einige am Start. Kriegen wir aber alle down, ganz easy. Boom, brenn du Spast. So. Ast rein. Oh, jetzt haben wir knallhart Dunkelheit hier. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt alle waren. Wahrscheinlich, da lebt noch einer, ich sehe es ganz genau. Nein, ey, gerade jetzt oder was? So kurz vor knapp, ernsthaft jetzt? Das liebe ich ja echt, immer so kurz vor knapp müssen die noch Verstärkung rufen. Obwohl ich ihn gerade zu Boden gerungen habe, wie zur Hölle kann der Verstärkung rufen machen? Alter, ich muss mal öfters hier das Gegengift aktivieren. Ich habe doch auch noch einen Skillpunkt irgendwo auszugeben. Ah, nur einen. Scheiße. So, das Ding brennt. Und nu? Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer. Lebt hier noch einer oder was? Lebt hier noch einer? Hallo? Hier hinten vielleicht? Tatsache. Da ist ja irgendwo noch ein Gegnersymbol. Hm, komisch. Vielleicht erreiche ich den per Eule besser. Dann nehmen wir mal das Fleisch hier mit oder die Knochen. Ja, also ist halt echt noch irgendwo ein Gegner am Start. Wo auch immer er ist gleich down. Da ist er. Boom. Jetzt aber, ne? Ja. Oder? Ja. Auf jeden Fall. Okay. Krass. Und wo ist der Ul? Der letzte Außenposten, den ich hier in dem Game erobert habe. So, warte. Wie viele Fähigkeiten habe ich? Wir hatten doch noch irgendwo, hatten wir doch noch irgendwas von wegen, dass die Rezepte noch ein bisschen länger halten. Effekte von Nahrungsrezepten. Ja, das hier, ne? Hm, dürfte mein Gegengift ja länger halten. Das ist ja perfekt. Okay, so auf der Map. Wie weit sind wir entfernt? Hier. Alright. Let's do this. Der letzte Kampf, Freunde. Finde Ulls Höhle. Oh yeah. Ich sprint mal hin. Marschieren wir mal in seine Höhle ein. Mal sehen, ob er sich freuen wird, uns zu sehen. Lang ist's her, mein lieber Ul. Aber jetzt komme ich, und zwar um dich zu vernichten. Was? Kann ich hier nicht hoch? Doch, kann ich. Alrighty then. Oh je. Gönnt euch mal. Hier ist schon alles irgendwie anders. Sind hier Gegner am Start? Ich sehe gerade keine. Was ist das denn hier? Meine Herren. Ich sehe keine Gegner. Ich sehe absolut keine Gegner. Das ist sehr seltsam. Alter, gar keine Gegner hier? Doch. Da oben. Und wo noch? Da
Der kann sich den packen. Der kann auch mal was machen. So, okay. Da scheint noch einer zu sein. Weg damit! Fuck, voll daneben. Jetzt kommen sie aus ihren ganzen Löchern rausgekrochen, Alter, die Pisser, ey. Alter. Und doch etwas mehr, als ich gedacht hätte. Gott sei Dank habe ich meine Bestie am Start, die regelt natürlich auch schon einiges hier. Oh. Boah, jawohl, die Bestie ist so geil, Mann. Schlag jetzt einfach wild um mich hier. Ah, wieder so einer, den kriegen wir leicht down. So, erstmal die Bestie heilen. Puh, jetzt dachte ich aber gerade echt, Jungs. So, du kriegst auch nochmal hier einen Happen. Gönn, gönn, gönn. Feine Meats, beste Meats. So, komm, ist genug jetzt hier. Der wird zu arg geliebkost. Deshalb ist der auch so, geht er auch so schnell kaputt. Der ist verweichtlicht, ist der. So. Ich nehme jetzt noch ein paar Ressourcen mit hier. Ich will nicht leer laufen. Aber das sieht gut aus. Ich habe eigentlich noch relativ viel. So, wir machen den Weg frei. Und jetzt können wir gleich den Bossfight erleben. Gegen diesen hässlichen Bastard, Alter. Ich freue mich schon richtig, den zu killen, Alter. Den habe ich, in der ersten Sekunde habe ich den schon gehatet. Jetzt geht's ans Eingemachte. Psst, nicht so laut. Ich bin etwas angespannt. Immerhin ist es der letzte Boss hier. Der letzte Boss hier im Game. Psst, Fresse. Schrei nicht so. Oh shit. Das sind alles Zivilisten, ne? Ich pack lieber mal die Keule aus. Aber so wirklich Gegner sind ja nicht am Start, ne? Nur so Zivilisten. Weg mit dir. So, mein Freund, hast du noch volle Power? Hast du noch volle Power? Ja, sieht gut aus. Ich glaube, wir sind da. Ich glaube, Freunde, wir sind da. Das ist die Endhöhle hier, oder? Endhöhle, Alter. Ich höre ihn schon schreien, den Pisser. Ich habe seine komplette Belegschaft zerlegt, Alter, vorm Ding. Der normalerweise sollte er nicht mal mehr Verstärkung rufen können. Die sind doch alle down. Das geht doch gar nicht. Hey, Ull. Oh, das ist ein Böser. Gönn, gönn. So, keiner kommt zur Hilfe. Seltsam. Oh.
Die Bienen sind auch richtig nice, Alter. Lenken die erstmal ordentlich ab, hä? Ich lock die mal so ein bisschen her. Oh oh, Säbelzahn geht schon drauf los. Fuck, die Höhle ist voll davon. Oh lol, den habe ich gar nicht gesehen. Selber Winja. Aua. Ziel mit den Steinsplittern ist echt ein bisschen scheiße, da muss man echt präzise drauf hinzielen halt, ne? Nicht einfach werfen, das geht leider nicht so. So, ist hier noch irgendwas? Wir räumen nach und nach auf, das kriegen wir schon. Kriegen wir schon hin. Oh oh, oh oh, oh oh, gar nicht gut. Wie ist der da oben hingekommen? Fuck, nein. Gar nicht gut, Alter. Nein, Alter, jetzt geht's ab. Fuck. Wo ist mein Säbelzahn, Alter? Fuck, ich geh ein bisschen abseits. Das war gerade ein bisschen blöde. Das war alles nicht wirklich getimed und nicht. Komm hierher, Mann. Komm hier zurück zu mir. Jawohl, jawohl. Ich kann ihn nicht heilen, es ist kein Symbol da. Oh, ne, rennt schon wieder los. Bleib hier, Mann. Na, das ist so toll, das ist so toll. Bastard, Alter. Komm, dann fick ich euch halt. Direkt die Biene ins Gesicht geschmissen, ey. Ja toll, ist ja alles voller Bienen. Komm. Bleib stabil, mein Freund, ich brauch dich hier noch. So, einer ist noch am Start, da oben. Was denn? Komm, wir klettern mal hoch. Wo ist denn die Liane hier? Liane. Ja gut, der Säbelzahn regelt schon. So. Jetzt habe ich natürlich bisschen viel Ressourcen verballert. Ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis gleich. Es ist der letzte Kampf, mein Freund. Danach hast du es geschafft. Das kriegen wir noch hin. Scheiße, echt mal wieder alles auffüllen hier. Aber wie es aussieht, haben wir da noch eigentlich ziemlich viel. So, jetzt komm schon. Halt mich nicht so auf die Dings hier, ne? Halt mich nicht so lang hin hier. Ich will jetzt was erleben. Ich will was erleben. Alter, schon wieder Gegner. Das ist er doch, oder? Das ist er doch. Schieße Eiszapfen, um Gegner von oben zu verletzen. Alrighty then. Mach immer. Zack. Number one. Gehen wir mal außen rum. Alter, es geht mehr, als ich hier gedacht hätte, ey. Es geht echt ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Voll zerschlagen, ey. Alter. Oh, oh, Checkpoint. Jetzt geht's gleich ab, ich schwöre. Oh, 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 oh. Wir haben Ull. Ganz vorsichtig, Freunde. Stachelbombe bereit. Langbogen anzünden. So. Hey, Ull. Hey, wo steckst du, Opa? Säbelzahn, mach jetzt keinen Scheiß. Nutze die runter, Dings. Ich
Führe einen Takedown hinter Ul, während er betäubt ist. Wo ist der? Oh fuck. Der ist gleich down, das kriegen wir. Nein, er soll den Speer schmeißen. Alter, was ein Fight, ey. Fuck, ist da hinter mir einer oder was? Nein, jetzt ist meine Bestie ist down. Oh fuck. Oh fuck. Wo ist der Bastard? Wo ist der Bastard, Alter? Scheiße, scheiße, scheiße. Komm hierher, Freund, komm hierher. Wir heilen dich erstmal. Alles gut, wir haben es gleich geschafft. Hoffe ich mal. Die letzte Bienenbombe, die wir schmeißen können. Hier haben wir diverse Sachen zum Einsammeln. Jetzt finde ich aber nur keine Dreckshütte, Alter. Keinen Sack zum Einsammeln. Wo ist der Bastard, Alter? Das ist vielleicht nicht die beste Stelle, ich sollte vielleicht hier hoch. Der ist gleich down, Freunde, den haben wir gleich. Nur mit der Ruhe. Wo ist er? Fuck, das ist echt die letzte Bienenbombe, die ich hab. Ha! Sieg! Down! Ha! Noch eine verpasst, ey. Gott sei Dank, ey. Na, hat sie gut gefallen? Oh, sein Kind. Der hat bestimmt gleich was vor. Das geht nicht gut. Na toll, na toll.
so ein Szenario mit Kind und Frau, dann würde ich weich. Also der Tucker, ich jetzt nicht, ich würde ihn trotzdem killen, aber... Na toll. Der Tod von Ull. Zünde ich mir doch jetzt direkt zum Abschluss eine Friedenspfeife an. Eine Friedenspfeife. Oh man. Ull Marwa Hassa! Nee. Wenjai palhumansi dafta taka. No udam minja dwaya. Hut schlawata. Nee. Was denn? Stille? Tiere? Ja, stille. Kuspa Marwa Winja Sasarsh. All right. Evolution in Aktion. So. And that's it. Kein Abspann. Ach ne, wir müssen noch mit da reden. Natürlich muss ich ihm berichten, dass ich seinen King gekillt habe. Und ob er sich jetzt meinem Völkchen anschließen will. Beziehungsweise eigentlich wohnt er ja da schon seit Ewigkeiten. Eigentlich gehört er doch schon zur Familie. Mal sehen, was er zu berichten hat. Hey da! What's up, Nigga? Haiwa ul balar nu ul guanta. Tabal malchasar mubalasar. Kapalpur Guardu Marti Par Takar U Da Guan.
Schlau, Dragwash. Okay. Nun denn, sein Geist ist frei. Jetzt gibt's hier irgendwie noch abschließende Worte vielleicht. Was ist das? Hast du das Baby in der Hand? Ah, das ist dein eigenes, ne? Ja. Okay. Ich schau mal auf die Map. Zwei Endbosses sind down. Diverse Missionen haben wir zwar noch übrig, aber ich glaube, ich muss die nicht mehr filmen. Ich bin gerade ein bisschen... Ich habe mich irgendwie auf den Abspann eingestellt. Kein Abspann? Kein gar nichts? War's das jetzt? Ja, wir haben das Volk aufgebaut. Alles gut. Jetzt können sie in Frieden leben, hoffe ich doch mal. Ein paar Udams und ein paar Isilas sind noch am Start, aber die fürchten uns jetzt. Und somit ist es wohl das Ende von Far Cry Primal, Freunde. Ja, was soll ich sagen? Abschließend, ziemlich cooles Game gewesen auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ist jetzt vielleicht nicht mein Favorit, was Far Cry betrifft. Da fand ich den Dreier einfach unübertroffen bis jetzt. Aber hat auf jeden Fall gut Spaß gemacht und ja, ist auf jeden Fall ein Titel, den man sich immer gönnen wird im Leben, auch wenn die Missionen ein bisschen eintönig irgendwann werden, aber es macht immer wieder Spaß und ich bin schon ultra heiß auf einen neuen Far Cry Teil. Und ja, liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, was ich jetzt als nächstes für ein Let's Play Projekt mache. Ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt. Also in einem Monat kommt, glaube ich, Uncharted raus. Dann werde ich davon auf jeden Fall ein Let's Play machen. Und in der Zwischenzeit, je nachdem, was halt dann so kommt und worauf ich Bock habe. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Behaltet meinen Channel im Auge. Es wird... Irgendwas wird wieder kommen. Es wird wieder irgendwas kommen. Es hört nicht auf. Es wird nie aufhören, Freunde. Alles klar, Mann. Haut rein. Bis zum nächsten Game. Peace. Uta takar shwadar sustugistar dagua ulka kaida winjara bandar squarpeti yekwa sanguar na mas urusuma nu magis guardijat wanan yaudan takar jauharsh.